Die kann ich Ihnen sagen, wir haben morgen Eurogruppensitzung. Da wird der griechische Finanzminister zum ersten Mal die Vorstellungen der griechischen Regierung in der Eurogruppe darlegen. Und wir werden das zur Kenntnis nehmen und dann überlegen, welches die nächsten Schritte sein können. Aber die öffentlichen Verlautbarungen sind eher verwirrend als hilfreich. Doch noch mal sagen, wir werden noch morgen nicht ein neues Programm verhandeln. Wir haben ein Programm, abgeschlossen, mühsam. Ich habe ziemlich genaue Erinnerung dran, das war Ende 2012. Und eigentlich sollte dieses Programm, das wird vierteljährlich überprüft von den drei Institutionen, also der Europäischen Kommission, der EZB und dem Internationalen Währungsfonds, die wir jetzt nicht mehr Troika nennen, weil das in Griechenland ein bisschen belastend ist. Ja, da kann man mehr Rücksicht drauf nehmen. Diskutiert, gab es irgendwie neue Initiativen oder ist das für Sie einfach wirklich jetzt eine Umsetzung eines Prozesses? Schön. Wir haben noch nie aufgedrängt. Also überhaupt kein Problem. Aber dann ist eben vorbei. Wir werden nicht über was Neues verhandeln, das ist auch klar. Also insofern, das ist aber auch wieder, wissen Sie, da ist auch viel Rhetorik dabei. Deswegen ist gut, man sitzt zusammen. Ich habe vergangene Woche, wie manche meiner Kollegen auch, mich lange intensiv mit dem griechischen Kollegen unterhalten. Und ja, also ich glaube schon, dass die Regel einigermaßen klar ist.